Sie verbinden die Wirtschaft mit den Weltmärkten und sichern den Produktionsstandort Deutschland. Sie sind Drehscheibe für Millionen Reisende und Milliarden Tonnen Waren. Deutschlands Megahäfen. In Mecklenburg-Vorpommern an der Ostküste steht eines dieser Kraftwerke, der Rostocker Hafen. Er blickt auf eine wechselhafte Geschichte zurück. Bereits im Mittelalter war er ein wichtiger Umschlagplatz. Mit der Hanse wurde er groß. Doch Ende des 19. Jahrhunderts verlor er den Anschluss und spielte international kaum noch eine Rolle. Mit der DDR kam in Rostock ein neuer Seehafen dazu und dadurch die Trendwende. 1960 ging er in Betrieb und stellte Umschlagrekorde auf. Auf den Fall der Mauer 1989 folgte der nächste Einbruch. Doch ein weiteres Mal gelang der Aufstieg. Heute zählt der Hafen zu den modernsten in Deutschland. Auf 750 Hektar Fläche werden hier rund 30 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen und etwa 8000 Fracht- und Kreuzfahrtschiffe abgefertigt. Pro Jahr. Inzwischen gilt er, vor Dauerrivale Lübeck, als die neue Nummer 1 an der deutschen Ostseeküste. Der Rostocker Hafen ist ein Universalhafen. Von wirtschaftlicher Relevanz sind vor allem die 7 Häfen im Gebiet des Seehafens. Das Leistungsspektrum reicht vom Kreuzfahrtterminal am Hafeneingang über den Hochseehafen, der mit Terminals verschiedene Waren wie Schüttgut oder Öl umschlägt, den ehemaligen Fischereihafen bis zum historischen Stadthafen im Süden, der heute für Freizeit und Tourismus genutzt wird. Im Seekanal Rostock-Warnemünde steuert ein Schüttgutfrachter die Hafeneinfahrt an. Die Key Integrity kommt aus Marokko, wird 65.000 Tonnen Weizen aus Mecklenburg-Vorpommern laden und nach Saudi-Arabien bringen. Der Wüstenstaat muss wegen Wassermangel immer größere Mengen Getreide importieren. Mit einer Länge von 229 Metern und 32 Meter Breite gehört die Key Integrity zu den größeren Schiffen im Rostocker Hafen. Ihr Heimathafen ist Monrovia, die Hauptstadt des westafrikanischen Staates Liberia. Damit der Frachter seinen Liegeplatz sicher erreicht, besteigt 5 Seemeilen vor der Küste ein Lotse, im Englischen Pilot genannt, das Schiff. Ohne die ortskundigen Nautiker läuft in großen Seehäfen wie Rostock nichts. Der Lotse übernimmt für die Zeit des Einlaufs die Verantwortung als Kapitän. Denn nur er weiß, wo Untiefen oder Strömungen lauern, die dem Schiff gefährlich werden könnten. Von der Brücke kommuniziert er mit den Schleppern, die den Giganten durch den engen Hafen bugsieren sollen. Einer dieser 3 Schlepper ist der Bugsier 16. Seine Besatzung bilden Per Eggers und Mike Kohl. Per hier, guten Morgen. Morgen, ich gehe nach vorne, ja? Alles klar, wir gehen vorne durch die Mitte. Wir werden, wenn das Schiff die Molen passiert hat, uns vor das Schiff setzen, unseren Draht übergeben und so eine Schleppverbindung herstellen und dann entsprechend der Lotsenanweisung die Key Integrity sicher durch den Hafen begleiten bis zum sicheren Anlegen am Liegeplatz. An der Hafeneinfahrt trifft die Key Integrity auf die 3 Schlepper. Mit Stahlseilen werden sie mit dem großen Frachter verbunden. Dabei werden zunächst Drähte herübergeworfen, die in Seile übergehen. Anschließend werden die Seile festgezogen. Per Eggers steuert seinen Schlepper direkt vor den stählernen Bug des riesigen Frachters. Der Schlepperkapitän darf jetzt keinen Fehler machen. Ein Crewmitglied gibt ein Zeichen. Das Schleppseil kann zur Key Integrity herübergezogen werden. Jetzt löse ich noch die Bremse und jetzt kann ich schon die Schleppwinde bedienen. So routiniert die Mannschaft arbeitet, so gefährlich kann es werden. Es herrscht Helmpflicht. Aus gutem Grund. Dass die oben auf dem Schiff zu schnell die Leine einholen und ich nicht schnell genug nachkomme. Dann könnte zum Beispiel die Leinenverbindung reißen. Und beim Einholen muss ich halt dementsprechend halt auch auf das Gleiche achten. Ich war ja auch mal an Deck, war ja mal Schiffsmechaniker, bevor ich den Technikerpatent gemacht habe. Und da ist so eine Leine mal gerissen, weil die an Bord des Schiffes zu stark getaut haben. Ein Leinenriss ist vor allem für den Festmacher gefährlich. Der beobachtet deshalb genau, ob die Verbindung unter Spannung gerät. Mehr? Halt fest. Okay, ich mach Bremse fest. Die Key Integrity hängt nun am Schlepper. Und der ist für seine Aufgabe gerüstet. Der Schlepper Bugsier 16, gebaut im Jahr 1992 in Bremerhaven, ist einer von 15 Schleppern, die in Rostock ständig im Einsatz sind. Seine 2 Schiffsdieselmotoren entwickeln 3060 PS, genug für bis zu 31,2 Tonnen Zugkraft.
Im normalen Schleppbetrieb wird die Leine mit maximal 15 Tonnen belastet. Erst bei 70 Tonnen ist die Belastungsgrenze erreicht. Durch sein spezielles Antriebssystem, das Schub in alle Richtungen erzeugen kann, ist der Schlepper extrem wendig. Frachtschiffe haben ja große Zweitaktmaschinen, die natürlich sehr langsam laufend sind. Die haben nachher maximale Umdrehungen von 96 Umdrehungen die Minute. Da kann man quasi, wenn man daneben steht, mitzählen. Das ist mit unserer Maschine hier auf dem Schlepper nicht vergleichbarer, die laufen ein bisschen schneller. Und das müssen sie auch. Denn nur so reagieren die Motoren ohne Zeitverzögerung auf die Befehle des Kapitäns, der nach wie vor dicht vor dem Frachter fährt. Sind klein, wendig, kraftvoll. Und das ist das Schöne. Macht richtig Spaß. Der angeleinte Frachter fährt aus eigener Kraft vorwärts. Aber die nötigen Richtungsänderungen, um in den Hafen zu kommen, schafft er nur mit Hilfe der Schlepper. Die Verantwortung für dieses Manöver liegt bei Schlepperkapitänen wie Per Eggers. Das Schiff ist nicht manövrierunfähig. Die volle Maschinenleistung ist vorhanden. Es braucht halt Unterstützung. Wenn wir ins Hafenbecken reindrehen, da ist nicht ganz so viel Platz vorhanden. Das heißt, wir unterstützen ihn, dass er vernünftig drehen kann. Und wenn die Drehung zu schnell ist, fangen wir sie wieder auf und buxieren ihn dann halt langsam an den Platz heran. Der Hafen gehört zu 75% der Hansestadt Rostock, zu 25% dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Damit ist die Rostocker Hafenwirtschaft mit 14.000 Arbeitsplätzen einer der größten Arbeitgeber der Region. Einer der erfahrensten und wichtigsten Mitarbeiter am Hafen ist Hafenkapitän Gisbert Runke. Seit 49 Jahren ist er rund um die Seefahrt tätig. Ich spreche alleine von 7 Häfen in Rostock. Die müssen wir ständig besuchen, gucken, dass alles läuft, dass alles in Gang geht und vernünftig Ordnung und Sicherheit eingehalten wird. Der Verkehr auf der Wasserstraße vernünftig organisiert ist, im Hafen die Liegeplätze mit den Schiffen. Alles diese ganzen Fragen, die ständig, jeden Tag anders sind. Als Hafenkapitän ist Runke einer der wichtigsten Entscheider hier. Er hat die Hoheit über die Abläufe. Sein Job, alles am Laufen halten und Probleme lösen, jeder Art und überall. Runkes Einsatzgebiet erstreckt sich über alle Rostocker Häfen. An diesem Tag startet sein Kontrollgang am ehemaligen Fischereihafen. Früher ging hier hauptsächlich Fisch über die Kaikante. Inzwischen werden auch hier Güter aller Art umgeschlagen, wie Holz, Metall oder Getreide. 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Doch es gibt Probleme. Anwohner haben sich über die Lärmentwicklung beschwert. Deshalb trifft sich der Hafenkapitän mit Ronald Schulz, dem Leiter des Bereichs Hafenwirtschaft. Wir haben hier in diesem Bereich gerade ein paar Probleme mit den Bürgern, die auf der anderen Seite Häuser gebaut haben. Und da gab es Probleme mit dem Lärm. Jetzt werden Messungen durchgeführt, um das vernünftig auf die Reihe zu kriegen, damit wir dieses Problem lösen können. Das zweite Problem ist, wir haben vor allem bei einer Kontrolle festgestellt, dass in allen Hafengebieten von Rostock die Sicherheitseinrichtungen, das heißt also Rettungsmittel und Leinen und so weiter, dass die alle nicht mehr so ganz in Ordnung waren. Wurden gerade alle aufgefordert, auch der Fischereihafen, um diese Sachen zu kontrollieren, dass das wieder alles in Ordnung ist. Da hinten auf Legebers 25 sind wir gerade bei der Schiffsbearbeitung. Ich weiß nicht, wollen wir uns mal den neuen Kran angucken dort? Ja. Der mobile Kran ist erst seit einer Woche im Einsatz. Gegenüber seinem Vorgänger bietet der 120 Tonnen schwere Koloss einige Vorteile. Auch im Sinne der Anwohner. Was uns positiv aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass er doch in der Geräuschkulisse deutlich leiser ist, sodass wir im Prinzip versuchen werden, so oft wie möglich, wenn wir im Nachteinsatz sind, auf diesen Kran zu setzen, wenn es die Schiffsgröße hergibt. Der mobile Gigant an der Hafenkante hat eine Tragkraft von bis zu 20 Tonnen. Gut 6 Tonnen mehr als sein Vorgänger. Das ist in dieser Größenordnung, was Hydraulikfahrzeuge betrifft, hier in unserer Region eigentlich der erste richtig große. Der Kran ist Teil eines umfangreichen Investitionsprogramms, um im internationalen Wettbewerb Schritt zu halten. Häfen sind einem ständigen Wandel unterworfen. Wer stehen bleibt, verliert. Außerdem ist der Kran leiser. Gegenüber früher, ja, mit den Ketten, wenn man diese Gummibereifung jetzt sieht oder so, eine ganz andere Lärmentwicklung wie sie vorher. Ne? So gut wie nicht mehr. Und vor mir den Ketten war ja laut. Das ist natürlich eine feine Sache. Doch in Rostock legen nicht nur Frachtschiffe an. Tatsächlich stagniert der Warenumschlag auf hohem Niveau. In manchen Sektoren ist er sogar leicht rückläufig.
Umso wichtiger wurde in den letzten Jahren die Passagierschifffahrt, die hohe Zuwächse verzeichnet. Mehr als 200 Mal pro Jahr wird Rostock inzwischen von Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Das macht ihn in der Ostsee zur Nummer 1. Einige wenige Kreuzfahrtschiffe werden im Hochseehafen abgefertigt. Das Besondere aber ist das neue Kreuzfahrtterminalgebäude Rostock-Warnemünde, das 2005 eröffnet wurde. Highlight ist der Liegeplatz P8. Hier können Ozeanriesen mit einer Länge von bis zu 330 Metern festmachen. Leiter des Kreuzfahrtterminals ist Jens Käckenmeister. Seine Aufgabe, die sichere und zeitgerechte Abfertigung der Kreuzfahrtschiffe. Wenn er im Büro ist, kann er über Kameras sehen, was draußen vor sich geht. Vor allem bei der Koordination der Passagierbusse und Lieferanten kommt es oft zu Problemen. Ja, Käckenmeister. Hey. Ja. Was ist denn? Was ist denn das? Eine LKW oder was? Ja, eine LKW. Ja, wenn er in der Fährspur steht, lass ihn erstmal. Können wir nichts machen. Müssen wir denn mit dem Makler sprechen? Entscheidet er, sagt er. Ja, ich komme näher runter. Ne? Okay. Alles klar. Bis gleich. Jo. Tschüss. Der logistische Aufwand am Kreuzfahrtterminal ist immens. Per LKW werden tonnenweise Lebensmittel und Verbrauchsgüter angeliefert und an Bord gebracht. 8 bis 10 Stunden dauert das Verladen der 12 bis 15 LKW pro Schiff. Ja. Wenn sich dann einzelne Fahrer nicht an Anweisungen halten, kann es schnell chaotisch werden. Ja, da vorne steht er. Unser Gelände geht nur bis zum Bürgersteig dort. Und das andere ist Gelände der Hansestadt Rostock. Und da können wir im Moment rein rechtlich nichts machen. Meine Mitarbeiter versuchen natürlich, ihn dazu zu bewegen, wieder zurückzufahren zum Stellplatz. Und von dort werden die Fahrzeuge nachher abgerufen, je nach Reihenfolge, wie das Schiff sie benötigt. Und wenn wir sie alle hier bei uns auf dem Gelände haben, dann, wie gesagt, man sieht jetzt auch die ersten Busse kommen. Und hier werden ja bestimmt so 30, 40 Busse stehen. Und dann hat man natürlich für die LKWs dann keinen Platz mehr. Ne? Für Jens Käckenmeister ist heute ein besonderer Tag. Gleich 2 der größten Kreuzfahrtschiffe laufen heute ein und müssen parallel abgefertigt werden. Allein zum Festmachen braucht er 8 Männer. Ja, der Status ist, die AIDA fährt hier vorbei am Liegeplatz P7, an dem sie nachher festmachen will. Und fährt jetzt runter zur Wendeplatte, dreht dort und dass sie nachher hier auslaufgerecht mit Backbordseite festmacht. Eben sind auch gerade unsere Festmacher gekommen aus dem Überseehafen. Ich habe ja zurzeit hier 3 Leute vor Ort und das reicht natürlich auch nicht aus, um dieses Schiff festzumachen. Also das muss schon, da brauchen wir 6 bis 8 Mann immer. AIDA wird mit 6 Mann festgemacht und die Norwegian Breakaway mit 8 Mann. Die AIDA Mar mit Heimathafen Genua wurde im Jahr 2012 gebaut und ist mit 253 Metern Länge und bis zu 2686 Passagieren ein Schiff der Mittelklasse. Es gehört dem Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises mit Hauptsitz in Rostock, dem größten Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Parallel legt heute erstmals die Norwegian Breakaway der Reederei Norwegian Cruise Line mit Sitz in Miami an. Gebaut 2013 zählt es mit 324 Metern Länge und bis zu 3.969 Passagieren zu den größten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Es wird auch das größte sein, das Rostock in dieser Saison anläuft. Zurück im Überseehafen. Hier wird das Frachtschiff Key Integrity von 3 Schleppern zum Liegeplatz bugsiert. Mit Seilen wird gezogen, durch seitliches Drücken der Kurs immer wieder korrigiert. Zwischen dem Lotsen an Bord und den Schlepperkapitänen ist Kommunikation jetzt alles. Und die 16 vorne, ich denke, den drücken wir wieder auf voraus. Und voraus die 16. 16, ihr könnt ja leicht mal nach hinten anpassen, den Richtung Süden, mit wie viel? Machen wir kurz 30 für den Drehstopp. 30. Die 16 stoppt. Ich stopp die 16. Und geht mal wieder auf den Kopf. Und auf voraus. Langsam aber sicher wird der Koloss von 229 Metern Länge in Position gebracht. Der Vorgang dauert heute etwa 2 Stunden.
Am Schluss wird der Frachter von den Schleppern an seinen Liegeplatz gedrückt, damit die Festmacher verteuern können. Das läuft nicht jeden Tag so reibungslos. Das kann innerhalb von 40 Minuten fertig sein. Wir können auch, wenn Starkwinde sind, Stürme sind, teilweise bis zu 5 Stunden, 6 Stunden kann das mal dauern, bis das Schiff sicher verteut ist. Der größte Gegenspieler der Lotsen- und Schlepperkapitäne? Das Wetter. Wenn es stürmt und das Schiff verkantet und man kriegt es nicht vernünftig aufgefangen, kann es mal in die Pier etwas doller reinfahren und dann gibt es eine Beule. Das kann passieren, klar. Die 12, ihr könnt euch aber etwas mehr mit Schiff bitte positionieren. Die 12 kriegt aber zum Mittel. 16 ist klar zum Auffangen. Die 16 stoppt. Ich stopp die 16. 30 Meter noch. 30 Meter, der Axel stoppt bitte. Axel stoppt. Die kleinen starken Schlepper drücken den Frachter an seinen Liegeplatz, wo die Festmacher die Taue entgegennehmen. Axel und die 16, ihr könnt schon langsam ankommen, wenn wir 2-2 sind. Macht euch umfangen. Hallo Axel, bitte. Das hat die 16 auch mit. Klar für Lego. Wollt ihr schon mal langsam ein? Schlepperkapitän Per Eggers und seine Kollegen haben es fast geschafft. Die Key Integrity ist festgemacht und kann damit nach der Zollkontrolle mit Getreide beladen werden. Jens da? Ja. Nun werden die Leinen des Schleppers Buxier 16 eingeholt. Der Lotse auf dem Frachter gibt letzte Anweisungen, bevor auch er das Schiff verlässt. Und die 16 ist vorne los. Oh, jetzt sind sie schon so weit vorne. Okay, dann euch schönen Dank. Schönen Einweg mit dem nächsten Mal. Jawohl, bis zum nächsten. So, nun hat der Lotse uns entlassen. Und wir sind bereit, zurück zum Platz zu fahren. Der Schlepper kehrt an seinen Liegeplatz zurück. Für Kapitän Per Eggers und seine Crew ist die Schicht erfolgreich verlaufen. Zeit für ein wenig Entspannung. Jetzt ist noch ein bisschen Papierkram zu tun und dann wollen wir mal frühstücken. Am Ende der Unterwarnow, ganz im Süden, liegt der Stadthafen. Bis 1960 wurden hier alle Arten von Gütern umgeschlagen. Als dann der Seehafen eröffnete, entwickelte sich der Stadthafen zum Ausflugsziel für Anwohner und Touristen. Der Stadthafen ist der nächste Kontrollpunkt von Hafenkapitän Gisbert Runke. Dafür trifft er sich mit dem zuständigen Hafenmeister. Ein Segler muss verlegt werden. Tag, Olaf. Morgen, Gisbert. Und, was sagt er? Ja. Hat mal lang gekommen, wollen wir gucken. Hat eigentlich hier draußen schon mal geguckt. Sieht ja alles in Ordnung. Sieht gut aus, ne? Ja. Was mit den Bulgaren? Es wäre gut, wenn wir die nach Warnemünde legen, weil der sehr träge ist beim Manövrieren. Der braucht nur eine Dreiviertelstunde zum Anlegen und der hält uns hier den ganzen Verkehr auf. Aber wollte Hanses Hill auch hier bleiben? Der kommt zu Hanses Hill wieder, der ist gemeldet, ja. Aha. Ja, nee, dann müssen wir da an anderen platzen. Ja, noch ist, denke ich mal, Platz in Warnemünde. Dann schieben wir den nach Warnemünde und. Ja. Denn wir haben ja letztes Jahr das Theater gehabt, das war nicht so lustig. Mal sehen. Ja, siehst du, haben wir gleich wieder. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ne? Das hört sich jetzt in Rostock so an, als wenn wir viel Platz haben, von Kaikanten her. Sind auch genügend da. Aber jeder möchte einen Platz an der Pier haben. Ist nicht machbar. Wenn wir planen wieder mit 200 Schiffen. Bei 200 Schiffen haben wir nicht genug Kaikanten. Also muss man längsseits legen, 2, 3, 4 nebeneinander legen. Und die müssen aber alle irgendwie fahren können. Was von der Sicherheit her denn schon wirklich grenzwertig ist. Da muss man auch drauf achten, denn die Passagiere müssen da rübergehen mit den anderen Schiffen, um auf ihren Schiff zu kommen, mit dem sie fahren wollen. Das sind alles Sachen, die muss man hier unheimlich mit beachten, damit eben nichts passiert. Doch nicht nur der Platz an der Kaikante gehört zu Runkes Aufgabenbereich. Der Stadthafen wird auch für Festivals und Events genutzt. Und deren Gäste hinterlassen oftmals unerwünschte Spuren. So, wenn du den Platz anguckst, gestern Party gehabt, es ist so gut wie alles sauber. Ja. Das heißt, der Hafenvogt hat auch toppi gearbeitet. Ja. Gut, hier sind ein paar E-Kästen beschmiert. Ja. Und da liegen noch ein paar kleine Reste in der Ecke, aber ansonsten
war das schon mal viel schlimmer. Ja, ja, na ja. Diese ganzen freien Flächen werden sehr gerne gerade über das Wochenende, sagen wir, von Studenten, also von allen Leuten von Rostock genutzt, von jung bis alt, um zu feiern, zu ein bisschen grillen, sich hinzusetzen, allem und dran. Und dann sieht das manchmal montags früh nicht so schön aus. Und das muss wieder irgendwie aufgeräumt werden. Damit haben wir sehr viele Probleme gehabt und haben nach und nach durch Verbesserungen mit Stadtentsorgung, Müllabfahren und so weiter, sodass wir das jetzt so in den Griff gekriegt haben mit Verträgen, dass das alles wieder gereinigt wird. Aber wir haben auch mitbekommen, diese Probleme sind dann nicht bloß hier in Rostock, die haben wir überall heutzutage. Sieht gut aus. Am Rostocker Hafen laufen jedes Jahr fast 8000 Schiffe ein und bringen Millionen Tonnen Fracht und Passagiere aus aller Welt nach Deutschland. Die Überwachung der Ein- und Ausfuhr spielt daher eine wichtige Rolle. Das Zollamt liegt zentral am Hochseehafen und ist eine der Hauptausbildungsstätten für Zollbeamte. Heute sind die erfahrenen Fahnder Petra Heinze und Ralf Lemke im Einsatz. Die Arbeit hier am Zollamt in Rostock wird keine Routine. Es ist immer wieder, jedes Schiff ist anders, sei es die Besatzung, sei es die Herkunft des Schiffes, sei es der letzte Abgangshafen oder auch die Ware, die entweder mitgebracht wird oder eben hier geladen wird. Der Zoll überwacht die Einhaltung von rund 80 Rechtsvorschriften. Dabei entdecken die Beamten immer wieder Verstöße. Rauschgift, Waffen, Schmuggel, solche Geschichten, von daher gucken wir natürlich auch bei der Vorinformation über die Schiffe, wo kommt das Schiff her, was gibt es da für Risiken, wie kann ich mich sichern, wie kann ich den Kollegen sichern und wie kann ich eben auch bei der Abfertigung vorgehen, damit ich mich selbst eben auch schütze. Unangemeldet gehen die Zollbeamten an Bord des Stückgutfrachters Kimberley Sea, der unter englischer Flagge fährt und vor knapp 3 Stunden in Rostock angelegt hat. Die Kontrolle beginnt und folgt einer Routine. Also wir gehen an Bord, lassen uns vom Kapitän die Crew-Effektliste, also alle die persönliche Habe der Besatzung vorlegen. Das sind Alkohol, Tabak etc. pp. Das kontrollieren wir, zählen es gegebenenfalls und gucken uns die Ladungspapiere an und gucken, wann er wieder rausgeht. Also machen das Obligatorische vom Ein- und Auslaufen, das heißt bei uns Ein- und Ausklarieren. Bevor die Beamten mit ihrem Kontrollgang starten können, müssen sie sich ausweisen. Yes. Um Schmuggel zu unterbinden, dürfen zollfrei eingekaufte Waren wie Zigaretten oder Alkohol nur in internationalen Gewässern konsumiert werden. Für die Zeit im Hafen müssen sie deshalb in einem Zollverschlusslager deponiert werden, dem sogenannten Bonded Store. Morning. Good morning. Customs. Customs on board. Ja. Do you have some customs paper for us? Yes. Fine. And Captain Ship is in ballast? Yes. Yes. We can throw out the wheat. Mm-hmm. Okay. Only cigarettes? Yes, only yes. Cigarettes and some beer. No spirits? No, allowed on the vessel, no more. Mm-hmm. Ja, es sind 98 Stangen Zigaretten, müssen wir jetzt mal den Store zumachen. How long do you stay here? Until 11. Until 11, bis yes. Zum 11. Das so ist Samstag. Tomorrow is holiday, they are not working and finish. Freitag. Wollen wir den Store noch zumachen? Ja, würde ich auch sagen. Captain, we make the plump at the Bonnet Store. Yes. We can go down. Okay. Die Beamten dürfen den Bonded Store für die Dauer des Aufenthalts im Hafen verplompen. Vorab wird er inspiziert. Here is the Bond Store. Yeah. Okay. So there's a cigarette from here, and this is the beer. Okay. This is 450 plus 3 more, 98.
Alles klar. Okay. Then we can close. Okay. In diesem Fall verschließen wir den Bonnet-Store, sodass der Captain bzw. die Besatzung nicht ungerechtfertigterweise reingehen können und Zigaretten entnehmen können während der Liegezeit hier. Sie darf abgemacht werden, entweder bei der Ausklärung von uns oder wenn der Captain rausfährt und die Hoheitsgebiete der EU verlassen hat, dann selber. Sodass er dann eben wieder über den Bonnet-Store-Bedarf, also über den Bonnet-Store-Inhalt verfügen darf. Es sind halt keine Steuern drauf, also keine Einfuhrsteuern, keine Tabaksteuer und wenn Alkohol drin wäre, auch keine Alkoholsteuer und so weiter. Und weil das eben nicht drauf ist und wir das nicht erheben, sondern es eben nur zum Verbrauch und zum Verzehr außerhalb der Europäischen Gemeinschaft ist, darf es hier halt nicht verwendet oder verkauft oder dergleichen werden. Deshalb wird es verschlossen, sodass im Prinzip da ein Riegel vorgeschoben ist, sagen wir es jetzt mal so, auch wenn es jetzt nur Zollschnur war mit Blombe. So, ein RV 39. Okay. Habt ihr vollständig geprüft? Ja. Nun werden alle nötigen Papiere ausgefüllt, damit beide Seiten etwas in der Hand haben und nachvollzogen werden kann, was gemacht wurde. Wenn jetzt zum Beispiel noch das Sachgebiet C oder die Zollfahndung sich entscheiden würde, das Schiff komplett zu überholen, also zu kontrollieren, dann würden die natürlich sehen, dass wir einen Raumverschluss angelegt haben und könnten dann natürlich auch prüfen, ob diese Blombe wieder geöffnet worden ist oder ob jemand noch nach uns am Store gewesen ist. Ansonsten erlädt ja, wie gesagt, Weizen und fährt am Freitag dann mit der Ware, wenn er vollständig beladen ist, wieder raus. Sodass wir quasi dann die Papierabfertigung für die Ware später im Büro machen werden. Also das geht alles elektronisch. Okay, Captain, send me a call. Have a nice time here in Rostock. Thank you very much. See you then. See you. Thank you. Bye. Bye. Zurück zum Kreuzfahrtterminal im Norden, in Rostock-Warnemünde. Für die Kreuzfahrtschifffahrt wird der Hafen immer beliebter. Wurden im Jahr 2008 noch rund 350.000 Passagiere pro Jahr abgefertigt, sind es inzwischen fast 1 Million. Heute laufen gleich 2 Ozeanriesen ein. Während die AIDA Mar noch in Richtung Wendeplatz unterwegs ist, wartet die Norwegian Breakaway darauf, festgemacht zu werden. Ja, unsere Kollegen, die beraten sich jetzt da gerade so ein bisschen, denke ich. Wer wohin geht, wer zum Bug geht, wer zum Achterschiff geht, das wird jetzt so ein bisschen aufgeteilt. Und dann hoffen wir, dass wir genug Zeit haben, die Norwegian Breakaway festzumachen, bevor die AIDA dann wieder zurück ist am Liegeplatz. Die Norwegian Breakaway macht heute zum ersten Mal in Rostock-Warnemünde fest. Das Schiff wurde in der Meierwerft im deutschen Papenburg gebaut. Mit 18 Decks, 17 Restaurants, 12 Bars und mehr als 1500 Mann Besatzung ist das Schiff eine Kleinstadt auf dem Meer. Geschätzte Baukosten 800 Millionen Euro. Wir können hier Schiffe bis zu einer Schiffsgröße von 330 Metern festmachen an dem Liegeplatz P8. Dieses Schiff ist 324 Meter lang, hat aber auch eine Breite von 53 Metern und ist von der Passagierkapazität das größte Schiff, was hier im Rostocker Hafen festmacht. Schon gigantisch, ne? Das Schiff wird Rostock in 14 Stunden in Richtung der estnischen Hauptstadt Tallinn wieder verlassen. In dieser Zeit muss es komplett abgefertigt werden. Und schon das Anlegen ist Maßarbeit. Wir müssen jetzt hier doll aufpassen, oder unsere Mitarbeiter müssen aufpassen, dass die Luken frei bleiben. Dort, wo nachher die Proviantierung stattfindet und auch wo Koffer reingegeben werden und wo die Gangways ausgebracht werden vom Schiff. Das ist ganz wichtig jetzt, denn wenn das Schiff einmal liegt, dann liegt es. Und dann gibt es große Probleme, wenn man noch mal eine Leine umsetzen muss nachher. Die Schiffsbesatzung wird leichte Wurfleinen in Richtung Kai werfen, die in armdicke Schiffstaue übergehen. Die sogenannten Festmacherleinen. Der Lotse, der jetzt an Bord ist, der den Kapitän unterstützt, wird jetzt gleich unseren Mitarbeitern sagen, welche Leinen und wie viele Leinen er rausgibt. Dann wissen unsere Mitarbeiter schon ungefähr, wo sie anfangen mit der Leinenführung und so. Aber
Am Ende bestimmt das der Kapitän, wie er seine Leinen für das Schiff rausgibt. Die Kreuzfahrtriesen werden von Hand festgemacht. Auch wenn in Häfen immer mehr automatisiert wird, beim Festmachen läuft ohne die Arbeiter nichts. Ja, unsere Mitarbeiter sind jetzt begeistert, dass er gleich zwei Leinen auf einmal rausgibt. Das ist natürlich noch schwerer zum Ziehen. Aber die modernen Kreuzfahrtschiffe, die haben zumindest alle Schwimmleinen. Sonst saufen die Leinen ab. Das ist bei älteren Schiffen ist das. Und wenn man die Leine dann nicht schnell genug an Land holt, dann ist das ganz, ganz schwierig, die wieder aus dem Wasser zu kriegen. Die Arbeit der Festmacher ist nicht ungefährlich. Wenn die Leinen unter zu große Spannung geraten und reißen, entwickeln sie eine tödliche Wucht. Doch die erfahrenen Festmacher von Rostock geben klare Kommandos und führen die Crew sicher durch den Prozess. Das war jetzt das Zeichen, dass sie gerne eine Leine nach der anderen haben möchten und nicht zwei zusammen immer. Doch mit einem Kreuzfahrtgiganten ist es heute nicht getan. Ja, die AIDA ist jetzt, AIDA Mar ist auch schon fast am Liegeplatz. Aber wir müssen jetzt, können jetzt hier nicht alles stehen und liegen lassen. Ne? Das muss schon jetzt geordnet gehen. So, ein Kollege kommt jetzt schon, der wird schon zur AIDA gehen. Laut Plan sollten die Schiffe nacheinander ankommen. Doch nun finden beide Anlegemanöver gleichzeitig statt. Auch der Zeitaufwand fürs Verteuen lässt sich nur schätzen. Wie viele Leinen gibt er raus, Shelly? Acht. Nun wird mit Hochdruck festgemacht. Denn die AIDA Mar steht schon in Warteposition. Acht armdicke Leinen halten schließlich die Norwegian Breakaway mit mehr als 145.000 Tonnen Gewicht in Position. Dann ist alles gut geklappt, ja. Das war auch ziemlich eng mit AIDA, ne? Aber das war genauso. Ja, ja, wie wir gesagt haben. Ne? Ja. Naja, gut. Während die Passagiere aussteigen, kümmern sich Jens Käckenmeister und sein Team um das Abwasser, auch Grauwasser genannt. Es wird in das örtliche Abwassernetz eingeleitet und anschließend im Klärwerk Rostock geklärt. Bei der Norwegian Breakaway geht es heute um gewaltige 500.000 Liter. 300.000 Liter sind frei. Jeder weitere Kubikmeter kostet 3 Euro. 7,5 kann er so. Und wenn er mehr will, muss er bezahlen. Und maximal 20 kriegt er Tracker nur weg. Ja, ja. Mehr ist nicht. Ja. Na gut, und Grauwasser will er wirklich 500, ja? 480. Oder 480. 480, 500. Ja, gut. Ja, dann wollen wir hoffen, dass das jetzt irgendwann startet. Halb zehn war gesagt. Halb zehn. Halb zehn war gesagt. Zurück vom Kreuzfahrtterminal in den Überseehafen. Dort sind die Zollbeamten Petra Heinze und Ralf Lemke auf dem Weg zu einem verdächtigen Frachter. Zur Unterstützung fordern sie einen Spürhund an. Ja, ich bin's. Du, wir treffen uns gleich an der Navita mit dem Hund. Ja? Kommst denn hin? Ja, an 23 liegt sie. Bei uns gegenüber vom Zollamt. Ja. Die rote. Alles klar, bis gleich. Schiffsinspektionen verlaufen in der Regel ohne größere Zwischenfälle. Vorsichtig sind die Beamten dennoch. Theoretisch könnten sie jederzeit auf millionenschwere Schmuggelware stoßen. Also wenn wir jetzt an Bord gehen und ein bisschen intensiver gucken nach der Ladung oder nach dem, was persönlich angemeldet wird, dann ist man natürlich selber auch ein bisschen angespannt, weil man muss immer darauf vorbereitet sein. Es könnte auch irgendwas zum Vorschein kommen, womit man jetzt nicht gerechnet hat. Von daher ist man natürlich dann auch ein bisschen angespannt. Morning, Sam. Hello, Customs. Customs an Bord. Nee. ID.
Wir hatten auch schon schwierige Situationen, wo jetzt auch die Besatzung dann gewusst hat, ich habe jetzt hier irgendwas zu verbergen und ich möchte natürlich nicht, dass es jemand findet. Und dass sie dann sagen, nein, wir machen nicht auf, dass sie auch ja, diskutieren mit uns. Und oft hilft es dann, wenn eine Frau dabei ist und das Ganze so ein bisschen runterbringt und ein bisschen positiv darauf Einfluss nimmt. Okay, thanks. Okay. Ja, Escort, okay, thanks. Hallo, Captain, willkommen in Rostock. Hallo. Do you have some customs paper for us? Yeah. Die Navita ist ein Stückgutfrachter unter portugiesischer Flagge, der laut Papieren vorwiegend Landwirtschaftsmaschinen transportiert. Okay, Captain. Do you have cigarettes? Only one carton. One carton? Yep. Okay. And this, no? And just we received just okay. Yeah. Mm-hmm. Okay. Vodka. Zwei Dosen Tabak, 100 Gramm. Zweimal 100. Und dann kommt 21 Liter Alkohol. Was er schon an Bord hatte, als er eingelaufen ist, an Alkohol und Zigaretten, das war jetzt nicht so sehr viel. Ich glaube, es war ein Liter, ne? Und 200 Stück Zigaretten, also eine Stange. Hat aber hier noch Belieferung bekommen von unversteuerten Artikeln vom Schiffshändler, die ebenfalls natürlich genau wie das andere nicht hier verbraucht werden dürfen. Es ist ein 12-Mann-Besatzung, das ist schon okay, sagen wir mal so, was an Beladung da, also wo jetzt Belieferung gekommen ist, das ist okay von der Menge. Aber es ist halt nicht so, dass sie das innerhalb von einem Tag da verbrauchen sollten oder in zwei, weil, was habe ich gerade gesagt, 13.400 Zigaretten, das wäre dann schon ein starker Kettenraucher. Also es wird verschlossen, damit man, auch, wie gesagt, auch den Handel damit unterbinden kann. Departure time is tomorrow. Okay, Captain, we want to check some room or cabins with a dog. Mm-hmm. A colleague come with a dog on board. Yeah. Mm-hmm. And we make a check. Okay? Yeah, okay. Stichprobenartig werden Schiffe mit Spürhunden durchsucht. Eine Ankündigung gibt es dafür in der Regel nicht. Durchsucht werden meist die Kabinen der Crew. Doch manchmal wird bei Verdacht auch die Ladung durchsucht und sogar unter Schüttgut gefahndet. Natürlich kann jetzt auch unter dem Schüttgut noch was versteckt sein. Da muss man dann aber so eine gewisse Risikoanalyse dann für sich auch machen. Und da muss man auch so ein bisschen Erfahrung haben und auch ein bisschen Fingerspitzengefühl vielleicht beweisen, um zu sagen, es lohnt sich vielleicht auch mal unter dieses Schüttgut intensiver zu gucken. Aber wir werden ja auch mit oder wir machen auch einen Erfahrungsaustausch mit anderen Häfen. Und auch da schaut man, was war in den letzten Zeiten an Aufgriffen. Waren da vielleicht Zigaretten in Holzstücken versteckt oder war Rauschgift unter Steinen geschmuggelt? Also, dass man sich da auch austauscht und dass man auch guckt, ist es jetzt ein Risiko, müssen wir jetzt hier wirklich die Ware entladen, um zu gucken, was noch drunter sein könnte. Aber es lohnt sich immer noch mal genau hinzugucken und noch mal abzuwägen, was muss jetzt hier genau kontrolliert werden. Reicht es einfach, das papiermäßig so hinzunehmen? Oder müssen wir noch genauer schauen? Schließlich rückt der Hundeführer mit Toni an. Mit dem Hund können wir natürlich jetzt ganz schnell feststellen, ist jemand auf diesem Schiff oder ist dieses Schiff im letzten Hafen oder in der Vergangenheit vielleicht mit Rauschgift in Verbindung gekommen? Dieser Hund würde ganz feine, die feinsten Partikel wahrnehmen und könnte uns das anzeigen, ob es so ist. Und ja, wenn wir das dann ausschließen können, ist es natürlich umso besser für den Kapitän und auch für das Schiff. Er ist Zoll und Toni, ist 8 Jahre alt und ist ausgebildet als kombinierter Schutzhund und Rauschgiftspürhund. Gemeinsam betreten die Beamten das Schiff. Der Hundeführer und sein Tier sind ein eingespieltes Team. Das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Ich habe ihn ungefähr mit 1,5 Jahren bekommen. Er ist ungefähr so 6,5 Jahre, sind wir zusammen ein Team. Ja. Wenn man permanent zusammen unterwegs ist, hat man eine gewisse Bindung. Und mit der Zeit bekommt man ja auch die gewissen Eigenheiten des Hundes mit, wie er irgendwie mit gewissen Sachen umgeht. Und das kann halt ein Außenstehender oder den Hund nicht kennt, nicht deuten. Und deswegen muss diese Bindung, der Hund muss schon auf die jeweilige Person geprägt sein.
Er sucht jetzt nach Betäubungsmitteln. Ja? Das ist natürlich sehr eng für ihn, sehr kompliziert, weil er sich kaum drehen kann. Aber wenn er jetzt irgendwas Verhalten gezeigt hätte, sprich eingefroren, wäre der Verdacht halt, dass irgendwo vielleicht Betäubungsmittel sich befinden, dann hätte man da nochmal jetzt per Hand nachgucken müssen. Ne? Aber soweit ist hier alles in Ordnung. Heute ist natürlich sehr warm und ein Hund braucht natürlich auch Kondition. Ne? Und ich sag mal, es hängt von der Kondition ab. Und ich sag mal, so eine Viertelstunde, dann braucht der Hund auch schon mal eine Pause. Der Hund sucht alleine und wenn ich irgendwann meine, er müsste irgendwo mal genauer suchen, dann zeige ich da, komm, dann zeige ich da hin und dann muss er halt da die Nase einsetzen. Das ist ein Target-Stick zum Arbeiten. Komm hier. Aber ansonsten lasse ich ihn im Großen erstmal alleine suchen. Nur wie gesagt, wenn er was auslässt, selbstständig, dann weise ich ihn da nochmal drauf hin. Ne? Ja, alles gut. Jetzt die Räume kontrolliert, also ich muss keine Aufwärmen. Oh, okay, alles super. Alles. Vielen Dank. Ja, alles klar. Dass du uns unterstützt okay, hast. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann können wir wieder von Bord gehen. An Bord der Navita wurden keine Betäubungsmittel gefunden. Das Schiff ist sauber. Die Zollbeamten haben ihr Soll an Bord erfüllt. Morgen gehen die Kontrollen weiter. Bis dahin wartet im Zollamt die Schreibarbeit. Tschüss. Tschüss. Zurück vom Überseehafen zum Kreuzfahrtterminal an Liegeplatz P8. Dort wird gerade die 324 Meter lange Norwegian Breakaway abgefertigt. Grauwasser soll abgepumpt und Trinkwasser nachgefüllt werden. Doch es gibt Probleme. Er vertraut unseren Anschlüssen nicht. Er braucht sein Schiff auseinander. Ich denke, er kommt aus der Werft. Er nimmt jetzt den ganzen Flansch da rum ab. Wo unser Schlauch ist an einem ganz anderen dran. Gefällt ihm das nicht so, wie der liegt doch gut, der Schlauch da oben drin. Ja, das hapert so ein bisschen jetzt. Ob das Schiff noch nicht bereit ist, ob sie noch im Schiff irgendwas umpumpen müssen in den Tanks. Die haben ja verschiedene Tanks. Das kann das Problem sein, dass sie da erst sammeln. Und sie sammeln jetzt vielleicht auch im Hafenaufenthalt, dass dort das Duschwasser und was noch alles zusammenkommt. Und dass sie dann nachher mit einem mal abgeben. Maschinenraum mal da unten runter werden, damit unser Schlauch auch so dick wird. Rund 500.000 Liter Abwasser sollen abgeleitet werden. Lange Zeit durften Schiffe dieses Grauwasser einfach in der Ostsee verklappen. Doch das ist inzwischen verboten. Rostock hat deshalb investiert und im Jahr 2012 eine Anlage in Betrieb genommen, mit der die Aufnahmekapazität für Abwasser deutlich gesteigert werden konnte. Oh, jetzt soll's losgehen. Jetzt soll's losgehen. Wir haben dann hier so ein Durabug. Da würden wir dann auch sehen, da können wir die Werte abmessen. Wir sehen auch die ersten Analysedaten. Jetzt kommt was, ja. Auch Grauwasser muss Richtlinien erfüllen. Die Qualität wird permanent geprüft und streng kontrolliert. Ist das Grauwasser zu stark belastet, darf es gemäß EU-Richtlinie hier nicht abgegeben werden. Ein Mitarbeiter ist eigentlich immer so ein bisschen beschäftigt, auch das im Auge zu behalten. Denn sollte es jetzt wirklich mal, sollte das Wasser schlecht sein, dann fährt nach 10 Minuten oder nach 8 Minuten fährt hier dieser erste Schieber zu, dort an der Annahmestelle. Und dann müssen wir natürlich dem Schiff Bescheid sagen, dass das Schiff die Pumpe ausschalten soll, sonst haben wir hier Probleme. Doch dieses Mal scheint alles in Ordnung. Das Kreuzfahrtschiff kann sein Grauwasser und auch seinen Müll im Hafen loswerden. Gleichzeitig wird das Schiff mit Tonnen neuen Lebensmitteln und Verbrauchsgütern beladen. Der erste Anlauf des größten Kreuzfahrtschiffes, das Rostock je angelaufen hat, ist damit trotz kleinerer Probleme geglückt. So, Ben, guten Nachhauseweg. Ja, mach's gut. Tschüss. Bis die Jungs. Jo. Tschüss.
Es war ein ganz normaler Anlauftag mit ein paar kleinen Sachen, wo es gehakt hat. Aber das ist beim Erstanlauf von so einem Schiff immer, sowas kommt einfach vor. Aber wir haben gar keine großen Probleme und ich denke, von den Gästen, von diesen kleinen Problemen hat sowieso keiner was mitbekommen. Und das ist immer das Wichtigste. Ne? Das Wichtigste ist, dass die Gäste sich wohlfühlen hier und keinen Stress bei der Ein-, An- und Abreise haben. Dafür sorgen die Mitarbeiter des Rostocker Hafens und für noch so viel mehr. Denn Rostock kämpft für seine bedeutende Position im internationalen Waren- und Rohstoffumschlag und den Fährverkehr nach Nordeuropa. Und nicht nur das. In Zukunft will der Rostocker Hafen und alle dazugehörigen Hafenunternehmen stetig seine Wettbewerbsposition verbessern, um weiterhin ganz vorne mitspielen zu können. Bei Deutschlands Häfen.